Hi, heute gibt es ein sehr, sehr, sehr spannendes und aufregendes Video. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, das zu drehen. Und zwar geht es um die Neuerscheinungen aus dem Februar. Es werden so viele Bücher bei mir einziehen, das ist nicht normal. Ich habe jetzt schon richtig Bock auf den Februar. Freue mich sehr. Und was haben wir noch Neues? Ach ja, mein Haar ist geschnitten. Ich war bei einer Freundin und die hat mir die Haare geschnitten, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Wie ihr vielleicht im letzten Video schon mitbekommen habt, dass ich da immer die Krise kriege. Ich werde mir übrigens 70 Mal durch die Haare fahren in diesem Video. Ihr dürft gerne mitzählen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher ich nicht aufgezählt habe, dass wir dann so ein bisschen in den Kommentaren sehen können, welche Neuerscheinungen noch kommen. Und dieses Video wird natürlich auch die Bücher sein, über die ich mich besonders freue. Ich habe auch ein paar rausgesucht, die mich nicht interessieren, aber von denen ich glaube, dass sie euch vielleicht interessieren. Deswegen, let's go, we hurry up. Das erste Buch, was erscheint, da habe ich mich so extrem drauf gefreut. Da habe ich erst vor einer Minute, naja, okay, nicht einer Minute, aber vor 10 Minuten gesehen, dass es rauskommt, als ich gesucht habe, welche Bücher ich noch so reinpacken könnte. Und dann wurde mir dieses Buch angezeigt und ich, yes. Und zwar ist es Couchsurfing in Saudi-Arabien von Stefan Orth. Das erscheint direkt am 1.2. Und Leute, diese Bücher von ihm sind grandios. Ich habe Couchsurfing im Iran gelesen. Das habe ich im Moment einer Freundin seit 1,5 Jahren ausgeliehen. Aber immer wenn ich bei ihr bin, frage ich, wie es dem Buch geht und es geht ihm gut. Also da habe ich Gott sei Dank keine Bedenken. Dann hat er noch geschrieben Couchsurfing in Russland und Couchsurfing in China. Und zwar finde ich es ganz cool, dass Stefan Orth in Länder reist, in die man jetzt nicht unbedingt diesen klassischen Sommerurlaub machen würde, wie Iran, Saudi-Arabien. Das sind halt Länder, in die halt nicht so diese klassischen Urlaubsziele sind. Und Couchsurfing ist quasi eine Art des Reisens, dass man einfach bei Leuten, die dort leben, übernachtet und dann dementsprechend, ich weiß nicht, Geschichten austauscht, dass man sich so ein bisschen die Kultur von den anderen Ländern, also zum Beispiel im Iran war es so, dass er, obwohl es von der Regierung verboten ist, Ausländer zu behausen, dass er dann bei Familien übernachtet hat und so, super spannend, super toll. Und ja, und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Oh mein Gott, diese Haare. Auf das nächste Buch freue ich mich sehr. Und zwar ist es der erste Teil der, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Aurora-Reihe? I don't know. Auf jeden Fall ist es von J. Christoph, Aurora erwacht. Und zwar erscheint es am 24.2. Das klingt auch so spannend. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als sogenannter Alpha steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen und er hat vor, sich mit nichts weniger als dem Besten zufrieden zu geben. Tja, die Realität sieht anders aus. Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem, denn er selbst ist in der verbotenen interdimensionalen Raum vorgedrungen und hat ein seit 200 Jahren verschollenes Siedlerschiff gefunden. An Bord 1000 Tote und ein schlafendes Mädchen, Aurora. Vielleicht hätte er sie besser nicht geweckt. Ein Krieg droht auszubrechen und ausgerechnet sein Team soll das verhindern. Oops, don't panic. Klingt so cool und so sarkastisch und so klasse. Und ich habe von den beiden Autoren noch nichts gelesen. Ich habe den ersten Teil von These Broken Stars gelesen, was von Amy Kaufmann geschrieben wurde. Und von J. Christoph habe ich Nevernight nicht gelesen. We will see. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Das wird auf jeden Fall bei mir einziehen. Dann kommen wir zu einem Buch, was mich nicht so interessiert, aber von dem ich glaube, dass es einige von euch draußen interessieren wird. Und zwar ist es Meeresglühen, Geheimnis in der Tiefe von Anna Fleck. Und zwar erscheint das auch am 1.2. Und ich finde das Cover sehr, 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 sehr schön. Und ich denke mal, anhand der Geschichte wird es sich um Meerjungfrauen oder sowas in die Richtung drehen. Hier werde ich auch den Klappentext vorlesen. Es wird jetzt sehr viel Klappentextgevorlese sein. I'm sorry for that. Das bisschen Sturmflut. Ella ist fest entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in Granny's Cottage nicht verderben zu lassen. Als sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem Ertrinken rettet, ist in ihrem Leben plötzlich nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle Ares stammt aus einer ganz anderen, mystischen Welt. Ella stürzt in ein Abenteuer voller Wunder und Schrecken und nicht nur ihr Herz gerät dabei in größte Gefahr. Ich denke, das ist so ein klassisches Jugendbuch mit Meerjungfrauen, verschiedenen Meerwesen und einer Unterwasserwelt. Also es hört sich eigentlich ganz, ganz toll an, aber mich interessiert es irgendwie nicht so. Aber ich dachte, ich packe es trotzdem für euch rein, falls es welche von euch interessiert. Okay, kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar ist das Not Your Type von Alicia Z. Und wo steht es denn hier, wann es erscheint? Das erscheint am 1.2.2021. Also ist, wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich schon erschienen. Das E-Book kam schon einen Monat vorher raus, also am 1.1. Ich habe jetzt gerade 5-mal versucht zu erklären, worum es in diesem Buch geht und es war immer eine Sache falsch, deswegen werde ich jetzt schnell wieder den Klappentext vorlesen. Die 20-jährige Studentin Marie ist in ihren stillen Kommilitonen Finn verliebt und auch Finn empfindet für Marie mehr, als er sich eigentlich selbst eingestehen möchte.
Finn lässt niemanden an sich heran. Keiner soll wissen, dass er trans ist. Einen wie ihn kann man nicht lieben, meint er. Doch dann finden sich Finn und Marie unversehens mit einigen Freunden auf einem Roadtrip nach Italien wieder. Langsam kommen die beiden einander näher. Das Mittelmeer als Ziel vor Augen. Jetzt muss Finn sich entscheiden, wie viel er Marie anvertrauen kann, ohne sie für immer zu verlieren. Also eine ganz, ganz tolle Thematik. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Buch. Das wird auf jeden Fall auch bei mir einziehen. So, freue ich mich schon sehr. Ich glaube, die Autorin macht selbst YouTube. Oder hat selbst bei YouTube gemacht? Irgendwas so in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht so aus. Das nächste Buch ist auch ein erster Teil einer Reihe. Und zwar von Jennifer Benkow. Von ihr ist ja auch das Buch One True Queen oder die Reihe One True Queen. Das hat ja auch sehr, sehr vielen gefallen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in der gleichen Welt spielt wie ihre One True Queen Reihe. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher. Hat ihr jemand mitgezählt, wie oft ich meine Haare schon zurückgestrichen habe? Nein? Okay, cool. Dann ist es wieder eine, ich denke, Fantasy-Jugendbuchgeschichte von ihr. Erscheint am 26.02. Was machst du denn jetzt? Es ist 5 Grad draußen. 4. Und du willst jetzt eine Shisha rauchen? Dafür will ich rauchen. Nee, darfst du auch nicht. Du machst sehr viel Krach. Ich lese auch hier wieder den Klappentext vor. Es tut mir super leid, dass ich das sonst nicht auf die Reihe kriege. In dieser Welt werden Wünsche wahr und nichts könnte schlimmer sein. Hüte dich vor dem dunklen Lord. Lord Voldemort. Wie alle Bewohner des Fürstentums Nemija, kennt Lair? Oh Gott, das sind so Namen. Laire geschrieben, dieses ungeschriebene Gesetz. Denn seit jeher wird ihre Heimat von dem grausamen Lord der Schatten heimgesucht, der Menschen in sein verfluchtes Reich entführt. Als Lairs Verlobter ihm zum Opfer fällt, bleibt ihr keine Wahl. Sie muss vor dem Thron des Lords um Gnade bitten. Doch in seinem Reich herrscht eine wilde, ungezügelte Magie, die selbst die dunkelsten Wünsche erfüllt, mit tödlichen Folgen. Will Lair überleben, braucht sie ausgerechnet die Hilfe des einen Menschen, den sie nie wiedersehen wollte, Alaric, der ihr Herz in 1000 Stücke gerissen hat. Hieß nicht Alaric auch einer von Vampire Diaries? Wie ist er? Alaric? Ja. Ach. Übrigens, Vampire Diaries Fangirl Number One. Mein Freund. Kommen wir jetzt zu einem Buch, auf das ich mich wirklich sehr freue, von dem ich mir aber noch nicht sicher bin, ob ich es kaufen will oder nicht. Aber ich will es eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Und es ist sehr, sehr kompliziert mit mir in diesem Buch. Und zwar ist es Bridgerton, der Duke und ich. Das ist das Cover zur Netflix-Serie. Und Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, diese Serie, schaut sie euch an. Ich liebe Bridgerton. Das ist jetzt irgendwie eine meiner Wohlfühlserien geworden. Wundervoll. Und da erscheint jetzt eben das Buch dazu. Und ich werde nicht allzu viel sagen. Für die Leute, die Bridgerton noch nicht als Serie gesehen haben, schaut es euch auf jeden Fall an und versucht die Songs zu erraten. Da erscheint auf jeden Fall das Buch zu von, wie heißt sie denn nochmal, Julia Quinn. Erscheint am 4.2.2021 und wird halt die Geschichte von der Serie nochmal in Buchform sein. Die Bücher gab es schon vorher tatsächlich. Also es gab die englischen Bücher, dann sind sie in eine Serie adaptiert worden und dann kommen jetzt nochmal im neuen Cover, glaube ich, die deutschen raus. Also ich habe gehört, die Bücher sollen halt super trash und platt sein, aber ich will es irgendwie trotzdem lesen. Kommen wir zu einer komplett anderen Sparte und zwar haben wir von Chu Namju ein Buch. Das ist eine koreanische Autorin. Und zwar geht es hier um eine Frau, die in Seoul, ein bisschen am Rande oder einem Randbezirk in Seoul, Südkoreas Hauptstadt, wohnt und die dann ihren Job aufgegeben hat, um sich um ihr Kind zu kümmern. Hier steht es, wie es von den koreanischen Frauen eben erwartet wird. Und sie fängt aber dann allerdings an, verschiedene Persönlichkeiten zu entwickeln und so eine kleine Psychose zu entwickeln und geht dann zu einem Psychiater. Oh, deshalb drehe ich Videos immer nur dann, wenn ich allein. Sorry, irgendwie muss ich jetzt mal gerade hier das Chaos in der Wohnung abwarten, weil hier irgendwie jeder macht, was er will und mich nicht in Ruhe lässt. Wir waren, glaube ich, bei diesem Buch hier, Kim Ji-young, geboren 1982. Ich glaube, ich habe schon erzählt, worum es geht. Ich finde, das Buch hört sich sehr, sehr interessant an und freue mich sehr darauf. So, das waren jetzt die Einzeltitel und Anfänge der Reihen, die ich euch zeigen wollte. Jetzt starten wir mit den Fortsetzungen und auf die Fortsetzungen, da freue ich mich auch schon. Es kommen so gute Sachen raus. Das erste, was erscheint, ist Dr. Maxwells kurioses Zeitexperiment. Und zwar ist das der dritte Teil von Die Chroniken von St. Mary's. Ich habe euch ja, glaube ich, den ersten Teil schon mal zumindest irgendwann mal gezeigt. Ich hole ihn mal ganz kurz, Moment.
Das hier ist der erste Teil, und zwar Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Reihe. Und zwar geht es hier um Archäologie mal anders. Madeleine Max Maxwell wollte Archäologin werden, um Abenteuer zu erleben, unfassbare Entdeckungen zu machen und gelegentlich die Welt zu retten. Doch die Wirklichkeit holt sie ein. Archäologen verbringen ihre Zeit meistens in staubigen Museen zwischen Büchern und noch staubigeren Fundstücken, die niemanden interessieren. Und dann kriegt sie jedoch ein Jobangebot von St. Mary's für eine Zusatzausbildung. Wer diese Zusatzausbildung übersteht, was die wenigsten tun, dem wird sich eine Welt von Abenteuern à la Indiana Jones öffnen. Und das ist so klasse. Und da geht es um Zeitreisen. Und im ersten Teil geht es halt um Dinosaurier, also die Reisen in die Zeit der Dinosaurier zurück. Und im zweiten Teil geht es auch viel um Jack the Ripper. Und ich habe jetzt mir den Klappentext von dem dritten Teil jetzt hier noch nicht durchgelesen. Aber anhand des Covers würde ich jetzt mal behaupten, dass es auch in die trojanische Zeit zurückgeht. Also Troja gegen die Griechen, die Trojaner gegen die Griechen. Ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr. Habe den zweiten Teil schon mal angefangen von der Reihe. Habe dann aber irgendwie nicht so den Kopf frei gehabt dafür. Und diese Bücher sind so klasse, da will ich den Kopf frei haben. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Dieses Buch erscheint am 15. Februar, also habe ich noch ein bisschen Zeit, mich mit dem zweiten Teil auseinanderzusetzen. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist ein dritter Teil einer Reihe. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es nur eine Trilogie wird oder ob da noch mehr Bände kommen. Und zwar ist The Sister of the Moon von Ringen und Blut der dritte Teil der Reihe. Ich glaube, hier geht es um Hexen. Ich habe wirklich nicht so viel Ahnung, worum es geht. Ich habe die ersten zwei Teile nicht gelesen, aber ich dachte mir, für die Leute, die das... Die Bücher gelesen haben, die freuen sich vielleicht, das zu wissen, dass der dritte Teil jetzt erscheint, und zwar am 2.2. Dann kommen wir zu einem Buch, auf das ich mich schon so sehr freue, und zwar ist es der abschließende Teil der, jetzt weiß ich übrigens auch, wie die Reihe heißt, Forbidden Royals Reihe von Julie Johnson. Diamond Empire, das ist der dritte Teil. Ich habe, glaube ich, schon zur Genüge über diese Reihe geredet. Hier geht es um Emilia, und Emilia ist die Tochter des Bruders des Königs, und als der amtierende König stirbt und der Thronfolger, also der Sohn des Königs, im Koma liegt, rückt ihr Vater in die Thronfolge nach, und Emilia wird die Kronprinzessin, hat allerdings gar keine Lust darauf, denn sie ist ganz weit ab vom königlichen Schlag geboren worden als uneheliches Kind und hat da eigentlich gar keinen Bock drauf und wird aber so reingeschmissen. Dann gibt es da noch Carter, ihren Stiefbruder, den sie ganz toll findet, der allerdings ihr Stiefbruder ist und den sie nicht haben kann, aber irgendwie will oder auch nicht. Großartig. Ich freue mich sehr, der erscheint am... jetzt habe ich schon weggeklickt. Ich bin so ein Trottel. Dieses Buch erscheint am 26.02. Dann erscheint der zweite Teil von der University of British Columbia. Und zwar What If We Stay von Sarah Sprintz. Ich glaube, das ist eine Reihe, in der es verschiedene Pärchen geben wird. Und dass man die Pärchen aus dem zweiten Teil zumindest schon in dem ersten Teil kennt. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen. Dieser Band erscheint am 26.02., also Ende Februar. Und ich denke, sehr, sehr viele werden sich darüber freuen. Ich bin auch schon gespannt auf den ersten Teil. Den muss ich halt erst noch lesen. Bester Wegen. Zweiter Teil wird, wenn ich ihn gelesen habe, auf jeden Fall auch bei mir einziehen. Kommen wir zu dem... Welches Buch ist das? Das vorvorletzte. Und zwar ist es Midnight Chronicles Blutmagie von Laura Kneidl und Bianca Josivoni. Ich blicke da irgendwie nicht ganz so richtig durch bei dieser Reihe. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe den ersten mal angefangen. Der steht ja auch auf meiner 12 für 2021 Liste. Habe ich ja gezogen. Verlinke ich euch gerne hier oben das Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich habe keine Ahnung, wie diese Bücher zusammenhängen. Und ich werde, glaube ich, auch den zweiten Teil... Ich werde mir, glaube ich, auch den zweiten Teil jetzt von dieser... chronologischen Midnight Chronicles Reihenfolge nicht durchlesen, weil ich irgendwie nicht so richtig weiß, wie ich mit dieser Reihe fortfahren soll. Ich finde das sehr kompliziert. Wenn ihr das wisst, bitte schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Das vorletzte Buch ist Stolen 2, Verwoben in Verrat von Emily Bowl. Ich habe den ersten Teil nicht gelesen, fand allerdings, dass er sich ganz, ganz cool angehört hat. Ist so eine klassische Jugendbuchreihe. Es geht, glaube ich, um die Protagonistin, die in ein Camp für schwer erziehbare Jugendliche kommt oder an irgendeine Schule, trifft dann dort auf zwei Brüder und klaut dem einen dann irgendwie eine Halskette oder einen Arm oder einen Ring. Und dann ist es so, dass dieser Ring allerdings, oder diese Kette, ich weiß nicht mehr, dieses Schmuckstück auf jeden Fall kein normales Schmuckstück ist, sondern eben irgendwas Verfluchtes mit sich rumträgt. Und dann geht es irgendwie darum, wie sich das Ganze so auflöst. Ich habe es, wie gesagt, nicht gelesen, aber alle sagen, der erste Teil ist so gut. Und jetzt überlege ich halt, den ersten Teil Loki zu kaufen. Aber wir werden sehen, was im Februar so alles bei mir einziehen wird. Ich denke sehr viel.
Und dann noch der zweite Teil von einer Reihe, und zwar von Winter Renshaw, Rigston Falls 2. Ich habe diese Reihe nicht gelesen, ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich denke allerdings, dass diese Reihe, weil sie halt auch von Lux ist und weil die Cover, wie ihr seht, wunderschön sind, dass einige Leute sich für diese Reihe interessieren könnten. Ich weiß nicht, ob die Geschichte aus dem zweiten Band die Geschichte der Protagonisten aus dem ersten Band fortführt oder ob das wieder so eine Reihe ist, wo die Pärchen aus dem ersten Teil nicht die aus dem zweiten Teil sind, aber man kennt sie. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Dieses Buch erscheint am 26.02. Also Ende Februar hauen die echt nochmal ein paar Sachen raus. Dann haben wir noch zwei Titel, die ich euch noch zusätzlich zeigen möchte, weil die im Taschenbuch erscheinen und vielleicht freut es den einen oder anderen. Und zwar erscheint der zweite Teil von der Elfenkrone-Reihe von Holly Black im Taschenbuch. Und zwar ist das Elfenkönig, der erscheint am 8.02. Wie gesagt, im Taschenbuch für 10 Euro. Und am 24.02. erscheint der erste Teil von Nevernight. Ich glaube, es ist aber allerdings eine Klappbroschüre für 12 Euro. Ich habe die Reihe nicht gelesen. Ich weiß nicht, irgendwie haben mich diese riesen Fußnoten richtig abgeschreckt und irgendwie will ich das alles nicht. Aber ich denke, vielleicht für 12 Euro lohnt sich das dann doch eher, wenn mal reinzuschauen, anstatt für die gebundene Ausgabe für 22 Euro. Okay, also dieses Video war wieder komplett chaotisch, wurde wieder gesprengt von allen möglichen Personen. Diesmal nicht von den Katzen, sondern von meinem Freund. Vielen Dank an dieser Stelle. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet. Habe ich mich zu sehr auf den Klappentext fokussiert? Findet ihr das blöd, wenn ich nur Klappentexte vorlese? Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, welche Bücher ich vergessen habe, welche denn im Februar auch erscheinen. Also wie gesagt, Februar ist ein Chefskiss von Neuerscheinungsmonat. Großartig, ich freue mich sehr und werde jetzt mit den Katzen in den Garten gehen, weil die Sonne scheint und damit sie nicht so aufgedreht sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bleibt gesund, tragt eure Maske und tschüss.